1, 2, 3, 4, 5. Hm, ja, ich müsste alle haben. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donnef204 und dieses Mal werden wir eine kleine Sammelquest erstellen und das mit Hilfe von Variablen. Klingt vielleicht schwer, ist es aber wirklich nicht. Und beim letzten Mal haben wir ja eine Laufburschenquest gemacht und das mit Hilfe von Switches oder Schaltern im Deutschen und die werden wir. Auf jeden Fall auch wieder verwenden die Schalter. Selbstverständlich, die braucht man eigentlich immer und immer und immer und immer wieder. Darum ist es wichtig, dass man das Ganze versteht, das ganze System dahinter. Gut, als aller, 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 allererstes werde ich aber einen kleinen Fehler, den ich gemacht habe beim letzten Mal, also nur einen Textfehler, korrigieren. Ich habe nämlich hier bei der Frau diesen Dialog geändert, den hier. Da stand vorher Danke, mein Mann ist im Haus. Und dann habe ich noch hinzugefügt, dass man nach der Quest Gold bekommt. Das habe ich hier reingeschrieben, aber ich habe es nicht ins Intro ein reingeschrieben. Hier steht nur Danke, mein Mann ist im Haus. Das löschen wir raus, fügen das ein, fertig. Gut, als nächstes zeige ich euch mal einen richtig geilen kleinen Kniff, wie man Quests überspringen kann im Spieltest. Und das ist wirklich praktisch. Jetzt bei unserer Quest, gut, die dauert nur eine Minute, da ist es kein Thema, da kann man die mal schnell machen. Aber wenn man jetzt wirklich Quest rein testen will und jede Quest davon vielleicht eine Stunde geht oder vielleicht sogar noch länger, dann will man die ja nicht unbedingt immer komplett machen. Dann würde man ja alleine nur fürs Testen schon Unmengen an Stunden verballern, ohne wirklich gearbeitet zu haben im RPG-Maker. Und dementsprechend zeige ich euch einen kleinen Kniff, wie wir das Ganze überspringen können, die ganze Quest. Und das ist eigentlich richtig einfach, werdet ihr sehen. Zuallererst deaktiviere ich mal das Intro. Dazu gehe ich wieder in Szene 2 hier oben rein. Oder doppelklicke hier in die Eventliste, wie auch immer. Und haben ja zwei Eventseiten: einmal die erste und einmal die zweite. Die zweite ist ja komplett leer. Und wenn Schalter A aktiviert ist wird diese ausgeführt und ähm, der wird nach dem intro aktiviert der schalter a wir deaktivieren einfach die bedingung und dadurch ist diese seite automatisch aktiv weil sie die höchste nummer mit ähm, allen erfüllten bedingungen und sie hat keine bedingungen also sind alle erfüllt ähm, ist dementsprechend ist diese eventseite oder eigene seite automatisch aktiviert, wir übernehmen das Ganze und haben damit das Intro deaktiviert, müssen wir dann aber wieder aktivieren, wenn wir das Spiel natürlich dann bereitstellen und vielleicht unseren, unseren Freunden geben etc. pp. So, dann machen wir hier mal kurz eine Startposition bei der Frau, weil da wollen wir ja hin und starten einfach mal das Spiel über Spieltest. Wenn ihr das Spiel über Spieltest startet, habt ihr eine lustige oder interessante Funktion, Jetzt, wenn ich die Frau anspreche, will sie uns natürlich den Apfel geben, den wir natürlich nicht annehmen, weil wir die Quest ja noch nicht gemacht haben und noch nicht mal den Apfel bekommen haben. Wir können aber durch das Drücken von F9 auf der Tastatur dieses wunderschöne Menü öffnen. Und das geht natürlich nur im Spieltest und nicht, wenn ihr das Spiel dann bereitstellt für eure Freunde. Ähm, habt ihr dieses wunderschöne Menü? Da habt ihr hier links einmal die... Schalter und Variablen, dazu kommen wir später, aber erstmal zu den Schaltern. Und hier die Nummern 1 bis 10, 11 bis 20, mehr Schalter haben wir nicht, aber ihr wisst, wir können viel mehr Schalter machen, wenn wir das mal brauchen. Und dann habt ihr hier rechts die ganzen Schalter aufgelistet, hier 1 bis 10, 1 bis 10, 11 bis 20, 11 bis 20. Und auch die Namen und den Zustand. Gut, das Ganze könnt ihr wie gesagt mit Maus bedienen. Ähm, Sagt ich das bereits? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ihr könnt es auch mit Tastatur bedienen. Gut. Dann haben wir hier Apfelquest Ende und die ist auf Off. Ist ja logisch, alle Schalter sind ursprünglich, wenn ihr das Spiel neu startet, auf Off, also auf Aus. Und wir wollen diesen Schalter einfach auf Anschalten und dann haben wir die Quest abgeschlossen, gehen raus aus dem Menü, sprechen die Frau an und dann, danke. Hier hast du 100 Gold als Belohnung. Du hast 100 Gold erhalten. Fertig. Schon habe ich die komplette Quest übersprungen und könnte jetzt Folgequests ähm, ausprobieren. Und das werden wir jetzt auch einfach tun. Gut. Dazu erstellen wir jetzt auch unsere Folgequest. Wir wollen eine Sammelquest machen mit den Karotten hier. Die Frau will, dass ihr alle Karotten einsammelt und sie dann in eine Kiste legt und dann die zweite Belohnung abholt. Ist nichts Kompliziertes. Aber hey, nur so lernt man. Man fängt leicht an und steigert sich immer weiter zu den komplizierten Sachen. Wir fangen als erstes an und würde ich würde sagen, wir schreiben kurz den Dialog. Ich werde wieder nichts Besonderes schreiben, aber für, als Beispiel wird es reichen, denke ich mal. So, dann machen wir mal die Seite können wir eigentlich löschen, die brauchen wir nicht. Oder wir können sie aktiv, wir können sie lassen und Löschen einfach nur den Text raus. Und machen die Selbstschalter aus. Den brauchen wir auch nicht. Dann machen wir dann einen richtigen Schalter rein. Und werden hier hast du 100 Gold als Belohnung. Oder nein, wir lassen den Selbstschalter. Hier drinne Ha. Wir lassen den Selbstschalter hier drinnen. Und machen das jetzt wieder über eine Auswahl. Das ist eigentlich ziemlich cool mit den Auswahlen. Ähm, du hast 100 Gold erhalten. So, dann kopiere ich hier mal den Text. Und alles jetzt über Selbstschalter A ist an. Natürlich drüber einfügen. Ähm, und wir bearbeiten den Text mal kurz. So. Ich hätte noch eine Aufgabe für euch. Punkt. Könntet ihr die Karotten ernten? Oder für mich ernten? Für mich ernten? So in etwa. Ist jetzt nicht wunderschön, aber das wird als Beispieltext reichen, denke ich mal. Ähm, wie gesagt, ich bin da nicht so kreativ. Und dann einfach Ja-Nein Auswahl einfügen. Kennen wir ja alles. Auswahl, Ja-Nein. Ähm, Standardauswahl 1 oder halt keine, wie ihr wollt. Wir lassen jetzt 1 und tada. Dann machen wir hier ähm, einfach ein bisschen Text rein. Hatte ich ja hier schon mal. Hier ähm, Rate Nein und Rate Ja. Einfach kopiere ich jetzt mal hier rein. Und zack, Ja. Und haben dann Ja, Nein. Bei Nein sagt die Frau natürlich wieder einfach nur Schade. Ist ja nicht schlimm. Und bei Ja. Da wird die Frau dann einfach Danke sagen und sagt dann sowas wie, dass wir die in die Kiste packen sollen. Sowas in der Dreh. Wir kopieren es mal, dann muss ich nicht das Bild nochmal neu raussuchen und den Namen eintragen. Und. Ähm, danke. Ernte. Ups, bin ein bisschen ins Mikro gestoßen. Ähm, Ernte. Bitte alle Karotten und ähm, pack sie in die Kiste vor dem Haus. Okay. Pack sie. Bitte, bitte nicht vergessen. Pack sie bitte in die Kiste vor dem Haus. Punkt. So, dann. Selbstschalter steuern A ist an. Brauchen wir nur, wenn wir Nein sagen. Und wenn wir Ja sagen, machen wir einen normalen Schalter hinein. Schalter steuern. Apfelquest Ende nicht. Wir machen eine neue. Karottenquest. Karottenquest. Und dann Start. Oder wir lassen den Bindestrich weg, weil dann können wir es hier oben vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja, machen wir es so. Können wir es besser sehen hier in der ähm, Schalterauswahl dann. Okay, Karottenquest Start. Okay, an, an, an. Und den benutzen wir dann später. Also wenn wir die Quest annehmen, wird der Schalter aktiviert. Wenn wir die Quest nicht annehmen, wird dieser Schalter aktiviert. Zwei verschiedene Schalter, zwei verschiedene Wege. Der erste Weg führt, ähm, also der, der, der originale Weg, dass wir die Quest nicht annehmen, führt einfach hier auf diese Seite. Und die kopieren wir. Und der andere Weg führt dann auf diese Seite. So könntet ihr dann auch Entscheidungen innerhalb des Spiels bauen. Falls ihr irgendwelche Entscheidungen machen wollt und dann vielleicht irgendwas anderes ausgelöst werden soll, könnt ihr das auch so lösen und könnt dann auch darüber arbeiten und das ist eigentlich auch ziemlich praktisch und hier auch mit den normalen Switches könnt ihr auch event, also Ereignis übergreifend arbeiten. Gut, aber das soll nicht Thema dieses Tutorials sein. So, wenn wir Nein sagen, kommen wir auf diese Seite. Und dann wird ähm, einfach das hier alles kopiert. Und hier eingefügt. So dass wir das Gold nicht nochmal bekommen. Das ist halt wichtig, darum ging es uns ja. Ähm, ich hätte noch eine Aufgabe für euch. Könntest du. Ich lasse mal das oben weg. Könntest, könntet ihr die Karotten für mich ernten? So. So machen wir das. Und dann machen wir hier. Machen wir einfach rein den Text. Ähm um, Ernte bitte alle Karotten und pack sie bitte in Jetzt habe ich zweimal bitte geschrieben. Das klingt komisch. Fällt mir jetzt erst auf. Ernte bitte alle Karotten und pack sie bitte in die Kiste. Nee, das ist das gefällt mir nicht. Pack sie in die Kiste. Ernte alle Karotten und pack sie bitte in die Kiste. Mach mal so. Ach, Mensch, ich, ich bin nicht so der Textschreiber, das merkt man vielleicht. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. <laughs> ah, schrecklich, peinlich, peinlich. Aber ist nicht schlimm. So, Inhalte sollten wichtiger sein als die Texte hier. Also die Inhalte des Tutorials. So, ernte alle Karotten und pack sie bitte in die Kiste vor dem Haus. Gut, wir haben keine Kiste vor dem Haus. Dazu kommen wir dann später. Wir wollen erstmal die Karotten ernten. Und wie wir sehen, hm, ist das ja noch gar nicht möglich. Hmm. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ganz einfach. Als allererstes gehen wir zurück in den Mapping-Modus. Und dann sind wir hier in den Ebenen. Und wir brauchen Ebene 4, glaube ich. Ja, Ebene 4 sind da, sind die Karotten drauf. Die werden wir jetzt alle löschen. Wir rechtsklicken in einen leeren Bereich. Zum Beispiel hier neben die Karotten. Und übermalen alle. Oder wir nehmen einfach hier das leere Kästchen. Und übermalen damit alle. Also, das ist eigentlich relativ egal, wie ihr das handhabt. Das ist Jacke wie Hose, wie man so schön sagt. So, und dann ist das Feld wieder leer. Hm, aber das ist doch nicht das, was wir wollen. Don, was machst du da? Gut, ganz einfach. Wir machen jetzt das Ganze als Ereignisse hinein, die ganzen Karotten. Wir machen dazu ein Ereignis. Hier links oben als erstes, wählen ein Bild aus. Ähm, und dann ganz unten kann man Karre set B und Kachelt C finden. Auf Karre set B sind die Karotten hier oben. Ist ein bisschen schwer zu sehen, weil das alles so klein ist, aber ansonsten würde das Kachelt halt nicht komplett drauf passen. Gut, hier oben die Karotten nehmen wir. Übernehmen wir das ganze oder Rüben, keine Ahnung, was ihr auch immer, wie ihr das auch immer nennen wollt oder was weiß ich. Ihr könnt es auch Rüben nennen. So. Karotten, schreibe ich hier oben rein und übernehme das Ganze. Haben wir hier die Karotten? Ähm, gut. Jetzt kann ich ja die Karotten noch gar nicht ernten. Hm, wie machen wir das Ganze? Als erstes stelle ich die Priorität wie Charakter, dass ich gegenlaufe und sie ansprechen kann und nicht draufstehe. Das finde ich persönlich ein bisschen schöner, aber das ist natürlich dann Geschmackssache. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ähm, ihr müsst nur wissen, dass wenn unter Charakter, dass ihr dann drauflaufen müsst auf das Ereignis und bei wie Charakter ihr davor stehen müsst. Gut. Ähm, Inhalte machen wir jetzt folgende hinein. Einfach Text anzeigen. Ähm, eine Karotte oder einige Karotten, einige Karotten. Oder eine Karotte ist auch egal. Einige Karotten. Fertig. Wenn man das anspricht, steht dort einfach nur. Einige Karotten. Hm, nicht so spannend, oder? Wir lernen jetzt was Neues kennen, was richtig cool ist. Entweder machen wir das Ganze natürlich über eine zweite Ereignisseite und machen hier als Schalterbedingung Karottenquest Startest an. Dann haben wir hier zwei Bedingungen und können dann hier ähm, den ganzen Inhalt machen. Was passiert, wenn die Karottenquest gestartet ist? Den ganzen Einsammelquatsch halt. Wollen wir aber nicht machen. Wir machen, lernen nämlich was Neues, weil wir sind dazu da, was Neues zu lernen. Wir machen eine bedingte Verzweigung. Hm, das klingt kompliziert, Leute. Und ja, vielleicht sieht das Menü dann auch etwas kompliziert aus. Hm. Ich werde es nicht komplett erklären, sondern immer mal wieder das erklären, was wir momentan brauchen. Gut, wir haben das Ganze, Ereignisbefehle, erste Seite und dann Ablaufsteuerung komischer Begriff aber ja, es passt so halbwegs und dann bedingte Verzweigung da klicken wir drauf und dann haben wir dieses wunder wunderschöne Fenster und da brauchen wir momentan Schalter dann suchen wir uns den richtigen aus Karottenquest Start ist aus oder an je nachdem wie wir es brauchen wir machen einfach aus und dann wird das was ich gleich hier einfüge, nur gestartet, wenn die Karottenquest aus ist. Wir drücken auf OK. Und alles, was ich jetzt hier reinpacke, wird nur ausgeführt, wenn die Karottenquest nicht gestartet ist. Also, wir schneiden das aus, entweder mit Steuerung X oder hier Rechtsklick ausschneiden und fügen das hier ein, entweder Rechtsklick einfügen oder Steuerung V. Wie gesagt, Tastenkürzen sind manchmal wichtig, können euch viel Zeit und Arbeit sparen. Gut, aber wie machen wir das Ganze jetzt, wenn die Quest an ist? Und da gehen wir nochmal zurück in die ähm, Bedingung, in die bedingte Verzweigung. Rechtsklick, Bearbeiten oder Leertaste. Ich drücke einfach die Leertaste, komme wieder zurück in das Menü und dann haben wir hier unten Else-Verzweigung erstellen. Else-Verzweigung. Hm. Was könnte das bedeuten? Else ist Englisch und bedeutet so viel wie sonst. Also eine Sonstverzweigung. Was passiert, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist? Wenn die Karottenquest-Start nicht aus, sondern an ist? Also das Gegenteil. Was passiert dann? Also haben wir hier oben alles drin, was passiert, wenn die Quest nicht angenommen ist. Und hier unten unter Else machen wir alles rein, was kommen soll, wenn die Quest angenommen ist. Und Darunter unter beenden können wir dann Dinge einfügen, die passieren sollen, wenn, wenn beides der Fall ist. Also wenn die Karottenquest ähm, quasi aus ist oder an ist. Also egal, was von beiden passiert. Ähm, müssen wir aber nicht machen und in dem Beispiel macht das auch gar keinen Sinn. Gut. Aber falls wir das mal brauchen oder ihr das mal braucht, packt es dann unter beenden ähm, und dann ist alles gut. Gut. Oder halt oben drüber, wenn es vorher passieren soll. Das sollte ja auch klar sein. Gut. Ähm, einige Karotten. Und hier machen wir dann rein: ähm, eine Karotte erhalten oder so. Text anzeigen. Da machen wir eine Karotte. Gibt es dafür ein schönes Logo? Aber wir machen erstmal die Farbe: Backslash, C. Eckige Klammer. Und dann rechtsklick und dann suchen wir uns eine schicke Farbe aus. Farbindex eingeben. Nehmen wir oh, ein schönes Orange. Gibt es nicht. Hier gibt es dieses Braun. Oder wir nehmen das Rot. Wir nehmen das Rot. Ah, wir nehmen das Rot. So. Eine Karotte. Und dann wieder Backslash C. Oder kleines C. Ist eigentlich egal. Null, um es wieder auf weiß zu machen. Oder halt rechtsklick. Äh, Farbindex einfügen und dann hier das Weiß und dann Ecke-Klammer zu. Leertaste nicht vergessen und dann schreiben wir wieder mit Weiß weiter. Erhalten. Punkt. Vorschau. Das Ganze sieht so aus. Und jetzt machen wir noch ein schickes Symbol rein. Backslash ähm, i. Ecke-Klammer auf. Rechtsklick. Symbolindex einfügen und dann gucken wir mal, ob es eine schöne Karotte gibt. Ja, tatsächlich hier auf Nummer 256. Müssen wir uns auch nicht merken. Und dann doppelklicken wir drauf. Ich gehe Klammer zu. Und dann haben wir hier eine Karotte erhalten. Okay. Schließen. Okay. Übernehmen. Fertig. Gut. Nichts Besonderes. Wir haben aber keine Karotten-Items. Also müssen wir Karotten-Items erstellen. Aber das geht ja schnell. Wir gehen unter Gegenstände und dann <laughs> Questgegenstände. Wir kopieren einfach mal den Apfel. Zack. Nennen ihn um. Ähm, zu Karotte. Karotte. Nehmen hier das Bild weg und nehmen das der Karotte rein. Und ein saftiger Apfel können wir auch noch drin lassen. Aus Spaß. Aber nein. Wir schreiben hin ein saftiger Fisch. Nein, Quatsch. Ähm, eine, ja, keine Ahnung. Wunderschöne Karotte. Wunderschöne Karotte. Äh, nicht Karotte, sondern <laughs> Karotte, Leute, Karotte. So Karotte meine ich natürlich. Oh nein, wie ich mich über mich selbst lustig mache. Ah, schreiben ist nicht so mein Ding, wie schon gesagt. Und Tippfehler passieren mir ständig, ständig, Leute, ständig. So schrecklich. Äh, so <laughs> Karotte, Leute, Karotte. Ähm, so alle mal Karotte als Kommentar unten reinschreiben, die das witzig fanden. <laughs> nein, Quatsch oder doch macht, schreibt alle Karotte in die Kommentare. So, ähm so, dann jetzt bin ich kurz raus gewesen, gehen wir hier ähm Doppelklick unter Karotte. Nein, Quatsch. Doppelklick eine Karotte erhalten, dann doppelklicken wir drauf, Gegenstand ähm, ändern und wählen hier unseren Questgegenstand Karotte. <laughs> oh nein, das, das das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, Karotte. Oh Mann. Oh sorry, sorry, sorry. Ich muss ernst bleiben. Ich habe am Anfang gesagt, Spaß beiseite. Also, ernst. Ernst. Los geht's. Ernst. Wir sind ernst. Hm. Ähm, Operation erhöhen, Konstante 1. Okay. Jetzt haben wir eine Korrekte bekommen. <laughs> oh nein. Uh, sorry. Ähm, und aktivieren jetzt einfach einen Selbstschalter, um das ganze Ereignis einfach zu deaktivieren, damit es verschwindet. Neue Ereignisseite. Und dann als Bedingung Selbstschalter A ist an, damit die zweite Seite nur aktiviert wird, wenn der A. Selbstschalter A ist an, ist und der wird nur aktiviert, wenn wir die Karotte eingesammelt haben. Logisch. Wir können noch ein schönes Geräusch einfügen. Hm, 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 hm. Ähm, machen wir auch gleich. Wir machen noch ein schönes Geräusch hinzu. Ah, ah, ah. SE abspielen. Ein wunderschönes Einsammelgeräusch. Können wir noch machen? Hm, 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 hm. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Wir nehmen Equip. Equip. Hm. Zwei oder drei klingen gut, eins klingt nicht so gut, also nicht passend für die Situation. Das klingt nicht passend. Aber zwei und drei klingen wirklich gut. Wir nehmen zwei jetzt einfach mal. Ihr könntet jetzt auch drei nehmen, spielt keine Rolle. Und dann habt ihr noch einen coolen Soundeffekt und fertig. Wir könnten das Ganze auch ähm, abspielen, bevor die Textnachricht kommt. So, zack. Und auch die Grafik der ähm, Karotte schon rausnehmen. Wir können die Grafik der Karotte rausnehmen, indem wir gehen, zweiter Seite der Ereignisbefehle, wo auch SE abspielen war. Und dann Bewegungsroute festlegen. Dann dieses Ereignis. Das ist wichtig, dass ihr jetzt dieses Ereignis wählt und nicht Karotte unten. Sondern wirklich dieses Ereignis. Und dann macht ihr einfach ähm, entweder Unsichtbarkeit an. Oder ihr ändert die Deckkraft auf 0. Oder ihr ändert das Bild auf nothing. Ähm, also auf gar nichts. Also machen wir einfach ähm, Unsichtbarkeit an. Und dann hat sich die ganze Sache. Ihr könnt hier übrigens auch Soundeffekte abspielen, wenn ihr das wollt. Ähm, dann spart ihr euch hier einmal den Befehl hier. Ist egal. Habe ich jetzt nicht gemacht. Spielt keine Rolle. Sollte jetzt eigentlich funktionieren in der Theorie. Ähm, Gegenstand ändern, Karotte und wunderbar. Sieht eigentlich ganz gut aus, alles in der Theorie. Ob das in der Praxis dann auch wirklich so gut funktioniert, werden wir dann sehen. Fehler passieren auch mir, wie Karotte. Und fertig. Das Ganze funktioniert es eigentlich, denke ich mal, relativ gut und vor allem auch unabhängig, weil ich auch Bewegungsroute dieses Ereignis und nicht Karotte gewählt habe. Ähm, werdet ihr nämlich gleich sehen? Jetzt kann ich das Ganze nämlich kopieren. Entweder Rechtsklick kopieren oder Steuerung C, Steuerung V, 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 v und V. Weil dann spart ihr euch immer Rechtsklick einfügen, Rechtsklick einfügen, Rechtsklick einfügen. Es geht einfach viel schneller. Wie gesagt, ihr spart am Ende sehr viel Zeit. Wenn ihr die Tasten kürzel könnt, haben wir hier Karotte, 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 Karotte. Und, ähm, sollte eigentlich alles funktionieren. Wir bekommen 10 Karotten. Und. Hm. Wie fragen wir das Ganze jetzt ab, ob wir wirklich 10 Karotten haben? Wir machen als erstes, wie gesagt, hier die Kiste hin. Habe ich ja gesagt. Wir sollen es ja ähm, in die Kiste packen. Und das machen wir jetzt auch. Wir machen ein neues Ereignis, nennen das Ganze Kiste. Wählen ein neues Bild. Auch auf dem Set wunderschön, hier auf dem Kacheset B, ist hier eine leere Kiste und daneben eine Kiste mit. Ähm, Karotten drin und hier eine mit Fisch und da eine mit Äpfeln glaube ich wunderschön kann man jetzt nicht so gut erkennen aber ich glaube das sind Äpfel so wir nehmen hier die Karotten äh Quatsch die leere Kiste Mensch was sage ich denn die leere Kiste übernehmen wir haben hier Kiste und wenn ich diese Kiste anspreche soll viel passieren wir müssen nämlich rausfinden ob wir 10 Karotten bei uns haben oder nicht. Ähm, und ob wir die Quest angenommen haben. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Machen wir einfach mal eine neue eigene Seite. Wir kopieren die, fügen die ein. Wenn die Quest angenommen ist, dann überprüft er, wie viele Items wir haben. Ob wir die richtige Anzahl an Karotten haben. Und wenn wir das nicht haben, dann ähm, Text anzeigen. Eine leere Kiste. Punkt. Okay. Eine leere Kiste. Und dann sind wir hier auf der zweiten Seite. Wenn die Karottenquest angenommen wurde, dann fügen wir ein folgendes. Ganz einfach. Als erstes, als ersten Inhalt, und jetzt kommt der komplizierte Teil, machen wir eine Variable Steuern. Oh nein, Don, was tust du uns nur an? Ach, es tut mir leid, Leute, aber da müssen wir jetzt durch, wirklich. Da müssen wir durch. Okay, los geht's. Dann sind wir in diesem wunderschönen neuen Fenster. Also, ich zeige es nochmal. Einfach Doppelklick, oben, erste, Ereignis, äh, erste Seite der Ereignisbefehle, sorry. Äh, und dann Variable steuern. Gut. Dann haben wir eine Variable mehr oder weniger erstellt. Erstellt haben wir sie nicht, weil sie existierte schon immer, aber wir geben ihr jetzt einen Namen. Wir können wieder das Maximum ändern, falls wir mehr Variablen brauchen. Und wie gesagt, da können wir sehr viel eintragen. Ja, also pss. das ist alles kein Thema. Also wenn ihr wirklich tausende Variablen braucht, alles kein Thema. Wir lassen es auf 20 jetzt erstmal. Reicht für uns. Gut. Name. Was tragen wir für einen Namen ein? Puh. Wir tragen ein den Namen Karotten. Karotten. Okay. Übernehmen. Okay. Und jetzt machen wir was Interessantes. Aber das, vorher lernen wir erstmal dieses Fenster kennen. Wir können wieder einzelne Variablen wählen oder einen Bereich. Wie bei den Schaltern haben wir ja bereits kennengelernt. Bei den Operationen gibt es diesmal nicht nur an oder aus, sondern einstellen, hinzufügen, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und. Mod? Was? Was ist das? Ähm, ja, entweder ihr haltet kurz den Zeiger drüber, dann wird unten in diesem Kästchen angezeigt, was es bedeutet jeweils. Falls ihr das vergesst, dann braucht ihr euch das Video nicht mehr äh, nicht nochmal angucken, nur weil ihr hier vergessen habt, was äh, Mod bedeutet. Oder ich erkläre es euch jetzt einfach, <laughs> und ihr hört zu. Aufmerksam, wohlgemerkt. Ihr könnt es euch auch auf aufschreiben, aber müsst ihr eigentlich nicht. So, ein bei Einstellen ist ganz simpel: Da wird die Variable auf einen. Wert festgelegt, den ich eingebe. Der hier unten dann festgelegt wird, aber dazu kommen wir dann später. Bei Hinzufügen wird auf die Variable, die einen Zahlenwert hat, ein weiterer Zahlenwert draufgerechnet. Das heißt, wenn die Variable 5 ist und ich jetzt hier 5 oder 9 eingebe, dann sind wir bei 14. Okay, sollte klar sein. Und natürlich geht auch negativ, aber dazu kommen wir, wie gesagt, später. Ähm gut, alles klar. Standardmäßig sind alle Variablen auf 0 ganz am Anfang, wenn ihr das Spiel startet. Das müsst ihr unbedingt wissen, das ist ganz ganz wichtig. Sie starten mit dem Wert 0. Wenn ihr das Spiel startet, wenn ihr einen Speicherstand ladet, dann natürlich sind sie nicht auf 0, sondern auf dem gesetzten Speicherstand vor dem Speichern, das ist klar. Subtrahieren ähm halt minus rechnen sollte auch nicht kompliziert sein. Plus Minus mal geteilt. Sollte eigentlich selbst erklärend sein. Mod. Was ist Mod? Hm. Okay. Mod ist eigentlich ganz simpel zu erklären. Ähm, Mod bedeutet, dass wenn ich... Ähm, ich habe hier in der Variable jetzt eine Zahl gespeichert. Und hier stelle ich ein, durch welche Zahl diese Zahl dividiert, also ähm, geteilt werden soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben eine... 5 habe und hier bei Konstante eine 2 eingeben, wird die 5 durch 2 geteilt. Die 2 passt 2 ähm, mal in die 5, aber dann haben wir einen Rest von 1. Hm, was machen wir mit dem Rest? Bei Kommastellen geht nämlich nicht, tatsächlich nicht. Ähm, zumindest nicht ohne weiteres. Ähm, dazu kommen wir aber definitiv jetzt nicht, wie wir Kommastellen hinbekommen. Wir lassen das mit den ähm, normalen ganzen Zahlen. So, dann haben wir einen Rest von 1 und dieser Rest von 1 wird dann hier oben in dieser Variable gespeichert. Das heißt, wir bekommen den Rest ausgegeben. Dadurch können wir rausfinden, ob eine Zahl zum Beispiel gerade ist oder nicht. Wenn ich zum Beispiel die 4 habe, die ist durch 2 teilbar, kein Rest, eine gerade Zahl, Rest gleich 0. Eine 5 ist nicht durch 2 teilbar, Rest gleich 1. Also kann man rausfinden, ist die Variable nach durch 2 rechnen. Hat sie den Wert 0, dann ist sie eine gerade gewesen. Und wenn sie den Wert 1 hat, war sie eine ungerade Zahl. Als Beispiel. Ich habe es tatsächlich noch nie verwendet, weil ich dafür kein praktisches Anwendungsbeispiel gefunden habe bis heute nicht. Ähm, vielleicht bin ich auch nicht kreativ genug für sowas. Ähm, aber ich denke mal, mit Einstellen, Hinzufügen, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren sollte eigentlich so ziemlich das meiste machbar sein. Mod interessiert uns erstmal nicht. Gut. Dann haben wir hier unten die Operanten. Oh, 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 Don, du quälst uns. Ja, das tue ich. Ich weiß. Und wir hier erstmal eine Konstante. Die Konstante. Sagt uns quasi einfach eine Zahl. Die können wir hier einfach eingeben. Zum Beispiel 10. Bei, äh, Karotten einstellen auf 10. Fertig. Karotten hinzufügen 10. Fertig. Karotten abziehen 10. Nimmt er uns 10 weg. Hm, nimmt er uns einfach 10 Karotten weg. Das wollen wir nicht. Nein. Hör auf. Ähm, dann können wir auch Variablen. Wir können Variablen miteinander berechnen. Zum Beispiel haben wir... Ähm... Eine Variable, die nennen wir Obst ähm, oder Gemüse. Wir sind gerade bei Gemüse, Entschuldigung. Ähm, wir nennen sie äh, Gemüse. Ähm, haben hier einmal Karotten, einmal, ähm, keine Ahnung, Brokkoli und dann einmal Gurke. Und dann haben wir hier einmal eine Variable Gemüse. Und dann können wir, ähm, Gemüse, können wir dann einfach. Zack, ups, ich bin schon rausgegangen. Sorry, war also nicht geplant. Ich kann einfach hinzufügen und dann kann ich zum Beispiel variable äh, Karotten in die variable Gemüse reinrechnen, dann kann ich die variable Brokkoli reinrechnen, die variable Gurke reinrechnen und dann weiß ich, also das muss ich nach und nach machen natürlich, und dann weiß ich, wie viel Gemüse ich insgesamt habe. Als Beispiel. Ähm, das ist natürlich nicht unpraktisch, aber Brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wir wollen nur Karotten. Zufällig ist ein Wert zwischen dieser und dieser Zahl, der zufällig ermittelt wird. Zum Beispiel zwischen 20 und 0. Dann könnte jetzt beispielsweise 5, 6 oder 8 oder 12 oder 14 rauskommen. Oder 20 oder 0. Ähm, ein Wert zwischen diesen beiden Zahlen. Geht natürlich auch mit Minus. Ähm, genauso wie bei Konstanten. Variablen können auch negative Werte annehmen. Spieldaten, da kommen wir später zu. Beziehungsweise gleich dazu, das werden wir nämlich auch gleich verwenden. Und Script ähm, ignorieren wir an dieser Stelle. Das ignorieren wir, weil da könnt ihr ein bisschen JavaScript reinschreiben. Aber äh, wir sind hier gerade bei Anfänger-Tutorials, da machen wir das nicht. Nein, das machen wir nicht. Aber wir machen das irgendwann mal, auf jeden Fall. Das wird, das wird ziemlich interessant, wenn wir ein bisschen JavaScript lernen. Aber heute definitiv nicht. Heute nehmen wir Spieldaten und da gucken wir jetzt mal rein, weil wir das auch verwenden wollen. Da können wir alles Mögliche in einer Variable speichern. Nein, nicht alles Mögliche. Ähm, dafür ist dann Skript da. Aber so ziemlich alles Mögliche. Wie zum Beispiel das Level von Wright oder das Level von Priscilla ähm, oder von Michelle. Ähm, oder ähm, alles Mögliche. Position von Spielern ähm, und so weiter. Waffen hier, Besitzzahl etc. pp. Aber was wollen wir jetzt machen? Sonstige gibt es auch, Karten-ID, Gruppenmitglieder, wie viele Gruppenmitglieder gerade drin sind, wie viel Gold wir haben, wie viele Schritte wir zurückgelegt haben, wie viel Spielzeit wir haben, wie viel Siegzahl, wie viel Kampfzahl, Fluchtzahl. Also man kann wirklich alles Mögliche in diesen Variablen speichern und verwenden. Ähm, aber wir wollen Gegenstand, Besitzzahl. Wir wollen nämlich abspeichern, wie viele Karotten haben wir eigentlich, speichern das in dieser Variable ab. Variable ab, nicht auf hinzufügen, nicht auf subtrahieren, nicht auf multiplizieren, nicht auf dividieren und erst recht nicht auf Mod. Ähm, steht wahrscheinlich für Modifizieren, ich habe keine Ahnung. Ähm, tatsächlich weiß ich gerade wirklich nicht. Ähm, wir nehmen Einstellen. Drücken hier auf OK und auf Übernehmen. Dann haben wir falsche Variable umgewählt. <laughs> Dann haben wir falsche Variable umgewählt. Karotten 1. Hinzufügen. Also Karotten ähm, einstellen, nicht hinzufügen, einstellen. Und dann Anzahl von Karotte. Auf OK. Nun haben wir die Anzahl der Karotten in einer Variablen gespeichert. Was machen wir jetzt damit? Jetzt fragen wir einfach ab, ob, ich, ob wir 10 Stück haben, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Stück brauchen wir ja. Wir Machen also wieder eine bedingte Verzweigung und lernen jetzt schon das zweite kennen. Und das sind hier in dem Fall Variablen. Wunderschön. Variablen, Karotte, dann haben wir, können wir also hier einfach Karotten auswählen, zum Beispiel. Also die Variable, die wir brauchen. Dann wählen wir hier ähm, aus, in welchem Verhältnis wir das Ganze brauchen. Zum Beispiel, dass es genau gleich ist, dass es größer oder gleich ist, dass es kleiner gleich ist, dass es größer ist. Äh, Quatsch! Doch. Dass die Karotten größer sind. Genau. Oder, dass, die, dass es weniger Karotten sind. Oder ungleich. Das bedeutet, ähm, halt, dass es alles ist, nur nicht die Zahl, die wir eingeben. So. Also das Gegenteil von gleich auf gut Deutsch. So, sollte ja alles klar sein. Wir brauchen gleich. Machen als Konstante rein. Oder wir können auch Variablen reinmachen. Also mit anderen Variablen vergleichen. Haben wir genauso viele Birnen wie Äpfel zum Beispiel. Haben wir das? Dann... Perfekt, weiter geht's. Ähm, als Beispiel brauchen wir nicht, wir machen Konstante zehn Stück brauchen wir. Auf OK. Ah, stopp. Ähm, bearbeiten. Ihr macht hier eine Else-Verzweigung äh, direkt rein und dann haben wir, wenn wir zehn Karotten haben, dann passiert das und das und wenn wir sie nicht haben, passiert das und das. Alles klar. Gut, ganz einfach. Wenn wir sie nicht haben, fügen wir einfach den Text hinzu, eine leere Kiste fertig. Oder du hast noch nicht alle Karotten gefunden. Ist vielleicht passender. Du hast noch nicht alle Karotten. Punkt. Und wenn wir die 10 Karotten haben, dann, und das ist jetzt auch sehr, sehr wichtig, dann müssen wir die Gegenstände wegnehmen. Gegenstände ändern. Karotte verringern. Und dann 10 Stück. Wir nehmen 10 Karotten weg. Nicht vergessen, das ist wirklich wichtig, dass ihr die Karotten dann auch wegnehmt. Sonst hat der Spieler ja immer noch seine Karotten. Und die Kiste ist trotzdem voll. Und das wäre nicht das, was wir wollen. Garantiert nicht. Ähm, gut. Weiter geht es. Äh, wie gesagt, das wird alles vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn ich Schaut euch das Video einfach noch ein zweites Mal an. Aber das wird schon. Macht es einfach ein bisschen mit und dann versteht ihr es vielleicht auch besser. Was ich hier eigentlich tue. Gut. if-Karotten 10 Gegenstände ändern. Karotten minus 10. Gut. Dann machen wir eine kleine Textnachricht rein. <laughs> Textanzeigen. Du hast die Karotten. Oh, jetzt muss ich schon wieder die Textfarbe ändern. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer war das? 4? Ich weiß es nicht mehr. Tatsächlich, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Nee, nicht vier. 2. Wie komme ich jetzt auf 4? Ich habe keine Ahnung. Karotten. Ähm, so ist es halt manchmal. Ähm, Karotten. C. 0. Fertig. Dann wieder den Index. Du hast die Karotten. I. Eckige Klammer auf. Rechtsklick. Ähm, Symbolindex. Fertig. Ach, jetzt verstehe ich, wo das, wofür das I steht. Für Icon. Ach, bin ich blöd. Oh, nein. Für Icon. Oh, Symbol im, äh, ja, im Englischen natürlich. Oh, Icon. Du hast die Karotten äh, in die Kiste gelegt. F2 zum Prüfen. Du hast die Karotten in die Kiste gelegt. Punkt. Ja, für Icon natürlich. Mensch. Egal. Jetzt wisst ihr es auch. Wenn ihr es nicht schon beim letzten Mal gewusst habt und mich ausgelacht habt. Jetzt wisst ihr es auch. Ah, ihr dürft ruhig lachen, wenn ich Fehler mache. Wie Karotte. Karotte, Mann. Ah, so schlimm mit mir, so schlimm. Okay. Du hast die Karotte. Du hast die Karotten in die Kiste gelegt. Wunderschön. Schreibt bitte nicht Karotten. Also in die Kommentare könnt ihr von mir so viele Karotten reinschreiben, wie ihr wollt, aber bitte nicht in euer Spiel. So, da immer Karotten schreiben. So, du hast die Karotten, Karotten in die Kiste gelegt und ähm, ja, dann könnte man noch einen Sound abspielen wie man möchte und dann würde ich sagen machen wir es ganz einfach entweder wir ändern das Bild vorher schon wieder ganz normal über ähm, Bewegungsroute festlegen dieses Event oder dieses eigenes Entschuldigung dieses eigenes Bild ändern dann suchen wir uns ein wunderschönes Bild aus und zwar oh uh, das geht gar nicht das sehe ich gerade da habe ich plötzlich geredet ich kann tatsächlich das Bild nicht ändern. Da habe ich Blödsinn geredet. Tut mir leid. Blödsinn habe ich geredet. Blödsinn. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe Blödsinn geredet. Das geht tatsächlich nicht, erstaunlicherweise. Hätte ich hätte jetzt gedacht, dass es geht. Ihr könnt nicht ähm, die Kachelgrafiken auswählen, wenn ihr in einer Bewegungsroute seid. Ähm, gut zu wissen, auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall nicht rauskatten, dass ich den Fehler gemacht habe. Weil so lernt ihr nämlich auch. Anhand meiner Fehler, was nicht geht. Gut. <laughs> aber ich könnte natürlich auch alle, einfach alle Fehler rauscutten. Aber äh, Leute, das ist doch ein witziger, wenn ich Fehler mache. Und dann seht ihr auch, dass auch ich Fehler mache und ein Mensch bin am Ende. Gut. Jedem passieren Fehler. Ähm, du hast die Karotten in die Kiste gelegt. Und dann machen wir einfach einen self an. Einen Selbstschalter. Selbstschalter steuern. A ist an. Zack. Bumm. Neue Ereignisseite. Ups, uh, selbstschalter A, Bild und dann kann ich die, kann ich die volle Karottenkiste aussuchen und dann geht es auch. Ist dann natürlich erst nach dem Text ist ein bisschen, ja, unschön. Könnte man auch anders lösen, aber ist egal. Wir akzeptieren das jetzt so. Könnte man natürlich auch immer anders lösen, ähm, ist nicht so wichtig. Gut, eine leere Kiste, dann Du hast die Karotten in die Kiste gelegt, wenn die Karotten über 10 sind, die vorher abgefragt werden. Und ähm, wenn ich nicht äh, 10 habe, also nicht mindestens 10, äh, was heißt mindestens, wenn ich nicht genau 10 habe, so rum, wir hatten ja, ähm, ups, wir hatten ja gleich reingemacht. Also wenn wir nicht genau 10 haben, dann ähm, sagt er mir, dass ich noch nicht alle Karotten habe. Die Kiste ist dann voll, wenn ich sie vollgepackt habe. Wichtig, das dürfen wir jetzt nicht vergessen: Priorität wie Charakter. Priorität wie Charakter. Priorität wie Charakter. Ich könnte schwören, dass der RPG-Maker MV das automatisch gemacht hatte, wenn ich hier die Kiste gewählt habe. Aber ich kann mich auch irren. Spielt keine Rolle. Für uns jetzt, weil wichtig: Priorität wie Charakter haben wir eingestellt. Ob er das jetzt automatisch macht oder nicht, spielt für uns keine Rolle. Man könnte, wie gesagt, noch einen schönen Soundeffekt einfügen an die Stelle. Aber da, wie gesagt, das lassen wir jetzt einfach. Ist nicht so wichtig. Könnte man aber auch vielleicht den gleichen Soundeffekt einfach machen. Equip 2 und gut. Dann die Frau kommt als nächstes dran. Nein, stopp. Leute, ich habe was vergessen. Mensch. Was ganz Schlimmes sogar. Mann. Selbstschalter steuern. Nehmen wir wieder raus. Wir nehmen einfach. Und das ist viel sinnvoller. Karottenquest Ende machen wir rein Schalter steuern Karottenquest Ende Kar Karottenquest Ende weil wir jetzt die Quest abschließen Operation an und dann können wir nämlich auch auf die Frau zugreifen und das können wir mit dem Selbstschalter natürlich nicht das war ein kleiner Fehler von mir mal wieder aber das war nur ein kurzer Denkfehler ist, ist nicht so wichtig so, dann brauchen wir wieder eine neue eigene Seite. kopieren einfach die mit der Belohnung. Eigene Seite kopieren. Eigene Seite einfügen. Dann haben wir hier die sechste. Danke, hier hast du 100 Gold als Belohnung. Ähm, du hast 100 Gold erhalten. Und dann machen wir den ganzen Text hier raus. Aktivieren ein Selbstschalter. In dem Fall B natürlich, weil A haben wir bereits verwendet an dieser Stelle. Also aktivieren wir. B und nicht A. Wichtig. B und nicht A. Und kopieren wieder, fügen ein. Und sagen dann nur noch Danke, das reicht vollkommen aus. Ups. Nicht mehr das Gold ändern und gar nichts anderes mehr machen. Und müssen hier natürlich ähm, das hier rausnehmen. Und Selbstschalter B als Bedingung. Und bei der sechsten Seite natürlich. Karottenquest Ende als Bedingung. Um Gottes Willen. Ich glaube, wir haben die Quest beendet. Wow. Also noch nicht im Spiel, aber im Tutorial. War eine schwere Geburt, aber wie gesagt, guckt euch das Video einfach noch ein zweites Mal an. Und dann sollte es alles kein Problem sein. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ausprobieren. Und ich denke mal, das sollte eigentlich soweit funktionieren. Man könnte hier noch eintragen, danke, bitte, ernte alle Karotten und pack sie... Ja, warum steht da schon wieder, bitte, bitte? Ähm, ernte alle Karotten und pack sie bitte in die Kiste vor dem Haus. Ja, ich habe es nur hier geändert und nicht hier. Egal. Da könnte man jetzt noch einfügen. Ähm, danach gebe ich dir 100 Gold oder irgendwas textmäßig. Ihr kriegt das schon hin. Weist einfach den Spieler darauf hin, dass ihr danach nochmal mit der Frau reden sollt. Oder... Ähm, ihr fügt hier einfach eine Sprechblase ein, hier einfach sowas wie, ähm, du hast die Ki ähm, Karotten in die Kiste gelegt und dann macht ihr hier noch eine Textblase, ähm, sowas von Wright zum Beispiel, dass er dann zu sich selbst sagt, Wright oder zu seinem Team sagt, sowas wie, wir sollten nochmal zu der Frau gehen, nochmal zu der Frau gehen, sowas zum Beispiel, das könnte man machen. Und uns die Belohnung abholen oder so. Das könnte man machen, den Spieler nochmal dran erinnern, dass er vielleicht mit der Frau reden sollte, nachdem er die Karotten in die Kiste gelegt hat. Habe ich wieder deaktiviert, spielt für uns jetzt keine Rolle. Wir testen die Quest mal und hoffen, dass alles funktioniert. Aber ich denke mal schon. Neues Spiel. Gut. Oh. Huh. Es kann losgehen. Wir gucken mal, ob das Ganze funktioniert. F9 erstmal, um die Apfelquest zu überspringen. Und dann seht ihr, hier haben wir auch die Karottenquest und können diese jetzt auch aktivieren und starten, wenn wir das wollen. So, wir können die Karotten ansprechen, einige Karotten, wir können die Kiste ansprechen, eine leere Kiste. Und wir können mit der Frau reden und kriegen 100 Gold als Belohnung für den Apfel, den wir nie abgegeben haben. Ähm, ich hätte noch eine Aufgabe für euch. Könntet ihr die Karotten für mich ernten? Nein. Keine Lust. Schade, ja, das ist sehr schade. Könntet ihr die Karotten für mich ernten? Nein. Schade. Ja, das ist wirklich schade. Und es geht so weiter. Aber wir sagen diesmal ja. Danke. Ernte alle Karotten und pack sie bitte in die Kiste vor dem Haus. Wunderbar. Sprechen wir mal die Kiste an. Du hast noch nicht alle Karotten. Die Frau. Ernte alle Karotten. Pack sie bitte in die Kiste vor dem Haus. Wunderbar. Und dann ernten wir einfach mal ein paar Karotten. Eine Karotte erhalten. Eine Karotte erhalten. Eine Karotte erhalten. Eine Karotte erhalten. Und wie ihr seht, ich kann Karotten einsammeln. Du hast noch nicht alle Karotten. Mit Escape Gegenstand, Schlüsselgegenstand, Karotten, haben wir hier Karotten. Aber ich habe nur eine Karotte. Das ist nicht gut. Ähm, aber es müsste eigentlich theoretisch trotzdem funktionieren. Du hast die Karotten in die Kiste gelegt. Warum wurde da nur einer angezeigt? Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das ist nicht schlimm. Ähm, es hat ja trotzdem funktioniert. Aber das ist nicht so schön. Finde ich jetzt nicht so schön, dass das bei Gegenstand nicht angezeigt wurde? Oder habe ich das jetzt übersehen? Das wurde da nicht angezeigt. Vielleicht geht das bei Schlüsselgegenständen nicht. Wir können das Ganze auch als hm, 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 normalen Gegenstand machen. Vielleicht wird es dann angezeigt, wie viel wir haben. So, wenn, Ah, stopp. Ähm, nein. Schade. Ich möchte die Quest nicht machen. Aber wir können auch direkt die Quest starten. quest Start, fertig. Ich kann schon mal einsammeln. Du hast eine Karotte erhalten. Du hast eine Karotte erhalten. Ähm, Gegenstand. Und dann steht hier auch die Anzahl. Wunderschön. Okay, alles klar. Kann sie dann aber nicht verbrauchen, weil ich ja verbrauchbar nicht aktiviert habe. Gut, alles klar. Also bei Schlüsselgegenständen steht scheinbar die Anzahl nicht da. Fand ich jetzt nicht so schön. Aber auch das werde ich nicht rauskatten, weil das ist wichtig, dass ihr das wisst. Das ist nämlich wirklich wichtig für euch, dass ihr das wisst, dass man dann die Anzahl nicht sehen kann bei Schlüsselgegenständen. Ist ein bisschen schade, aber nicht schlimm. Ihr könnt das Ganze aber auch anders lösen. Auch eine Lösung. Wenn ihr die Anzahl ähm, anders darstellen wollt und nicht über, die, über das Gegenstandsmenü. Könnt ihr das auch anders darstellen? Ihr könnt nämlich auch machen, dass. Und das ist nämlich ziemlich praktisch. Wir... Wir machen das jetzt ganz anders. Wir bauen die Quest nochmal ein bisschen um. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir bauen sie nochmal ein bisschen um. Aber bis jetzt, sie funktioniert ja. Und alles ist wunderbar. Aber wir bauen die Quest ein bisschen um. Und ganz einfach. Wir machen das jetzt wie folgt. Gegenstände ändern eine Karotte. Lassen wir. Aber wir machen das jetzt ganz anders. Wir machen eine Variable und zwar eine Variable, die wir einfach hier oben einfügen, direkt über SE abspielen und Variable steuern und wir nehmen einfach die Karottenvariable, die wir bereits haben, machen hinzufügen und 1. Hinzufügen, 1 auf OK und rechnen jedes Mal, wenn wir eine Karotte einsammeln, 1 eins drauf. Da müssen wir nämlich später nicht mehr. Die Anzahl ermitteln, an sondern haben sie bereits in der Variable gespeichert. Gut. Dann ähm, machen wir nicht eine Karotte erhalten, sondern du hast, du hast, backslash, v wie Variable und dann einfach Variable 1, weil wir haben Variable 1 gewählt. Könnt ihr mal hier überprüfen? Variable Nummer 1. Wichtig, dass ihr das auch vielleicht nochmal überprüft. Du hast Variable 1 von 10 Karotten erhalten. Von 10 Karotten erhalten. Also du hast eine von 10 Karotten erhalten, beispielsweise, oder du hast 10 von 10 Karotten erhalten. So. Oder du hast 0 von 10 Karotten erhalten, weil wir haben noch 0, aber das wird ja nie dastehen. Gut, Gegenstände ändern, Karotte plus 1, Selbstschalter A ist an, das lassen wir alles. Da müssen wir nochmal bei der Kiste kurz was ändern. Und zwar brauchen wir die Variable hier nicht mehr. Wir müssen die Anzahl der Items nicht mehr ermitteln, weil wir jetzt jedes Mal, wenn wir eine Karotte einsammeln, ein nach oben zählen und dementsprechend später nicht mehr ermitteln müssen. Löschen die Karotten hier einfach raus. Die die Variable jetzt nicht drin hatten und den veränderten Text auch nicht drin hatten und kopieren das Ganze einfach nochmal. Ja, ein bisschen lästig, aber ist nicht schlimm. Geht schnell. Seht ihr. Deswegen Steuerung C, Steuerung V. Geht alles ein bisschen schneller über Tastenkürze. Deswegen erkläre ich euch sowas ja. So, neues Spiel. Wir sind wieder hier. Aktivieren einfach über F9 die Karottenquest. Zack. Und schon kann es losgehen. Wie ihr seht, praktisch alles, was ich euch zeige. Du hast eine von zehn Karotten. Du hast zwei von zehn Karotten. Du hast drei von zehn Karotten. Und dann braucht ihr das Ganze auch nicht über Gegenstände hier anzeigen lassen. Dann könnt ihr es auch weiterhin als Schlüsselgegenstand machen. <laughs> Okay, aber ihr könnt auch beides kombinieren. Du hast 5, 6, 7, 8, 9 und du hast 10 Karotten von 10. Und dann ernte alle Karotten und pack sie in die Kiste. Wir packen sie jetzt in die Kiste. Zack. Jetzt kann ich es nicht nochmal ansprechen. Hätte ich vielleicht auch noch machen müssen oder können. Danke, hier hast du 100 Gold als Belohnung. Du hast 100 Gold erhalten. Und dann einfach nur noch Danke. Wunderbar. Könnte man auch, wie gesagt, einen Text einblenden. Auf der letzten Seite. Ähm, Text anzeigen. Eine Kiste voller Karotten. Ups. Alles klar. Gut. Das Tutorial war lang genug. Und ich denke mal, es sollte soweit verstanden sein. Ich danke auf jeden Fall nochmal für das Zusehen. Langes Tutorial, aber ich habe viel erklärt viel gezeigt und ja, manchmal dauert es halt ein bisschen länger und wir haben auch zwischendurch noch mal bestimmt zwei Minuten über Kaureute gelacht, was heißt wir, ich, ich, ich habe mich über mich selbst lustig gemacht, <laughs> okay, Spaß beiseite, <laughs> diesmal wirklich, diesmal wirklich, nein, ich hoffe, ihr habt alle was gelernt, ihr könnt auch meine Tutorials kritisieren, einfach in die Kommentare oder ihr schreibt mich mal privat an. Was ihr nicht so toll findet an meinen Tutorials, wir können auch darüber reden, dann kann ich vielleicht was ändern. Also nicht einfach einen Daumen nach unten geben, sondern vielleicht wirklich einfach bei mir melden, ich überdenke das vielleicht, vielleicht habe ich was falsch gemacht und dann machen wir es ein bisschen anders beim nächsten Mal. Wäre ja nicht das Problem, denke ich mal, dass wir da einfach drüber reden. Wir sind ja vernünftige Menschen, wir alle. Wir alle sind vernünftige Menschen und wir können alle vernünftig miteinander reden. Gut, also wie gesagt, wenn euch an dem Tutorial irgendwas nicht gefallen hat, meldet euch bei mir. Dann mache ich das nächste vielleicht besser. Vielleicht, wenn ich es hinbekomme. Ich bin ja auch nur ein Mensch, wie ihr gesehen habt. Ich habe auch Fehler gemacht. Und umso besser, da habt ihr nämlich auch gleich gesehen, was man alles so falsch machen kann. Und wie gesagt, guckt euch das Ganze. Ups, guckt euch das Ganze an. Nochmal das Video, wenn ihr es noch nicht komplett nachgemacht habt. Macht es nach, dann versteht ihr es auch besser. Probiert immer mal wieder zwischendurch, ob alles klappt vertraut mir, das wird toll. Ihr werdet jetzt sehen, das wird wunderbar, was ihr macht. Das wenn ihr es einmal richtig verstanden habt, wie so eine Sammelquest funktioniert, das wird wunderbar. Ihr müsst auch keine Items machen. Ihr könnt auch einfach nur eine Variable hochzählen. Das ist alles kein Problem. Das ist alles kein Problem. Also, ihr habt da viele Möglichkeiten. Ihr müsst natürlich auch keine Karotten machen. Es muss nicht alles auf einer Map sein. Die Karotten können über die ganze Spielwelt verteilt sein. Also, ihr könnt da eine komplette Sammelquest machen. Mit, keine Ahnung, finde alle 100 ähm, goldenen Münzen, die irgendwo versteckt sind. Hier die Mini-Medaillen bei Dragon Quest als Beispiel. Und das sind schon coole Sachen, die man da machen kann, auf jeden Fall. Also, egal. Ich danke euch fürs Zuhören, Zuschauen, Mitmachen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ihr habt wirklich, denke ich mal, eine Menge gezeigt bekommen. Und ich sage an der Stelle Tschüsseli, bis zum nächsten Mal. Euer.